Ja, liebe Freunde, heute geht es um ein großes Thema. Es geht nämlich um Feindesliebe. Feindesliebe ist ja ein ganz, ganz großes Wort. Und das ist mir neulich bewusst geworden, hinter dem Dom, also von mir aus gesehen, hinter dem Dom, da gibt es einen Supermarkt. Gegenüber ist ein von katholischen Schwestern geführtes Gymnasium und Internat. Und in diesem Supermarkt in der Mittagszeit sind dann diese ganzen Jugendlichen und kaufen meist sehr ungesunde Sachen, Süßigkeiten und süße Limonaden, Cola und dieses ganze Zeug, was Jugendliche so verzehren, wenn sie Taschengeld haben und selber ihr Lebensmittel auswählen. Und ich bin in so einen Pulk geraten von Jugendlichen und ein bisschen vor mir an der Kasse stand dann ein Junge mit dunklem Teint und ein Blonder mit natürlich hellem Teint. Und dann haben die angefangen zu diskutieren und sind plötzlich immer lauter geworden. Und dann hat der mit dem dunklen Teint, der offensichtlich ein Muslim war, geschrien, ihr Christen mit eurer Feindesliebe, und dann hat der andere irgendwas dagegen gesagt und dann ist er ganz laut geworden und hat gesagt, dann liebt doch Hitler. Dann sind Omis und so mit Krückstock gekommen und ich habe die dann beschwichtigt, habe gesagt, die haben mal die Diskussion gehabt und es war nur, es war kein Aufruf, wirklich Hitler zu lieben, aber die Frage ging mir doch natürlich sehr nach, weil es ist ja schon so, wir machen ja mit dem, was wir als Feindesliebe bezeichnen, immer Ausnahmen. Und die Frage, was damit gemeint sein könnte, mit diesem Begriff der Feindesliebe und mit dieser Aufforderung zur Feindesliebe, die hat mir eigentlich da die Brücke gebaut, der Dalai Lama. Ich habe nämlich vor ganz, ganz vielen Jahren beim Dalai Lama mal eine Einführung in den Lamrim mitgemacht. Das ist der Stufenweg zur Erleuchtung im Buddhismus, im tibetischen Buddhismus. Den macht man eigentlich jeden Tag. Das ist so eine Kurzform des Exerzitiums. Man geht da geistig bestimmte Schritte, die im tibetischen Buddhismus vorgesehen sind und entwickelt dadurch Mitgefühl, einen mitfühlenden Geist und kommt als Ergebnis, wenn man das nach Auffassung der Buddhisten genügend Leben lang macht, auch zur Erleuchtung. Wenn man es ganz perfekt macht und regelmäßig, sollte man eigentlich schon in diesem Leben dadurch zur Erleuchtung kommen. Ja, dieser Weg ist sehr, sehr spannend für jemanden, der meditiert. Da sind Methoden und Hilfen drin, die einem helfen, in der Meditation in die Tiefe zu kommen. Und das ist ja überhaupt eines der interessantesten Paradoxe, ausgerechnet die Religion, die keinen Gott in unserem Sinne kennt, hat die tiefsten und tiefgründigsten Gebetslehren. Und in diesem Lamrim gibt es eine Meditation, die ich regelmäßig mache, obwohl ich selber persönlich nicht direkt an Wiedergeburt glaube, aber das ist ein anderes Thema, aber man kann das offensichtlich trotzdem sehr wirksam machen. In dieser Meditation erinnert man sich an die Liebe der Mutter, die ein 10 Monate im Bauch getragen hat. Also oft heißt es ja bei uns 9 Monate, aber ich habe eine Hebamme gefragt, es sind wirklich 10 Monate, wenn man genau rechnet. Sie hat uns 10 Monate im Bauch getragen, sie hat uns genährt mit ihrer Milch, sie hat uns genährt, gekocht, Brei zubereitet, Hintern gewischt, eingekleidet. Sie hat dafür gesorgt, dass wir eine Ausbildung bekommen, nach Möglichkeit die beste Ausbildung, die möglich ist. Und diese Liebe der Mutter meditiert man. Und dann meditiert man, überträgt man sie gewissermaßen auf die Menschen, die einen sympathisch sind, die man mag. Und dann überträgt man sie aber auch auf die Menschen, die uns nicht wohlwollen und für die wir nicht von vornherein, sage ich jetzt mal, positive Gefühle haben. Und diese Übung ist sehr,
sehr effektiv, wenn man die wirklich gut macht, und sie verändert wirklich was an unserer Emotionalität. Und da steht der Gedanke im Buddhismus dahinter, dass wenn wir in einem unendlichen Kreislauf sind und immer wieder geboren werden, eigentlich jedes Lebewesen irgendwann unsere Mutter hätte zumindest sein können und vielleicht sogar war. Und das ist aber mehr eine Theorie, die praktische Erfahrung, wenn ich mir sozusagen diese Liebe einer Mutter zu mir vergegenwärtige und diese Liebe ihr gegenüber mir vergegenwärtige und die auf alle Wesen übertrage, dann werde ich weniger aggressiv sein mit der Zeit und werde auch jemanden wie Hitler anders emotional sehen können. Das rechtfertigt nichts, man muss nichts vergessen. Wenn ähnliche Menschen in unser Leben treten oder in der Welt auftreten, darf man sie einschränken, darf andere schützen. Im Falle Hitlers sogar bin ich überzeugt, dass der Widerstand gegen ihn recht hatte. Das ist alles unbenommen, aber es ist eine andere Frage, ob ich in einen tiefen Hass hineingehe zu einer Person, der im Grunde auch mir selber schadet. Denn solange ich in der Realität negative Gefühle habe, die Realität ist im Letzten als großes Ganzes gesehen Gott. Wenn ich die, dann lehne ich auch irgendwo Gott und mich selber ein Stück weit ab. Sehr spannend fand ich, ich habe ein großes Buch über tibetische Geschichte vom Dalai Lama gelesen vor einigen Wochen, und ausgerechnet über den größten Verbrecher im Grunde, den wir kennen wahrscheinlich in der Geschichte, so viele Menschen hat kein anderer, soweit ich weiß, umgebracht, Mao, redet er äußerst verständnisvoll, obwohl Mao ihn auch persönlich hintergangen hat, sein Volk unterdrückt, versklavt, wir sagen heute auch Genozid dazu. All das ungenommen kann der Dalai Lama verständnisvoll von Mao Zedong reden, weil er offensichtlich in dieser Liebe zu allen Wesen ihn auch betrachten kann. Und eine weitere Übung hat mir sehr, sehr, sehr geholfen aus diesem Buch. Es gibt eine Übung, wo ich mir vorstelle, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich schon in dieser Friedfertigkeit bin. Da heißt es Endesa, das ist der Weg von Endesa, das ist der Weg, wo man sich das, was man erreichen möchte, schon vorab vorstellt, und der beschleunigt unheimlich die Veränderung in eine positive Richtung im spirituellen Bereich. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe diese Friedfertigkeit zu allen Wesen, das halte ich noch nicht immer 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr durch, aber ich bemühe mich darum, aber dann merke ich, dass ich es mir selber gut tue. Da entspannt sich was in meinem Bauch und in meinem Herzen und in meinem Kopf. Und das ist etwas, was ich vom tibetischen Buddhismus praktisch gelernt habe. Natürlich hat Christus uns als Christen das auch vorgelebt, aber der Weg dahin ist nicht immer ganz einfach, und da hilft manchmal, wenn man sozusagen über den Tellerrand schaut. Ja, und die Geschichte mit den zwei jungen Männern, die sich da über die Feindesliebe gestritten hatten, hatte noch ein nettes Ende. Ich bin dann nach Hause gegangen, am Dom vorbei, und da steht die Statue des heiligen Ulrich, der mit dem Kreuz zum Kampf gegen die Ungarn die christlichen Bauern und Ritter, die gegen die Ungarn auf dem Lechfeld gekämpft haben und Augsburg verteidigt haben, anspornt, eine sehr militante Form der Feindesliebe. Und friedlich saßen die beiden jungen Männer unter dieser Statue und haben ihre Süßigkeiten und ihre Cola getrunken. Ich wünsche Ihnen diese Friedfertigkeit dieser beiden jungen Männer dann in dieser Situation, manchmal auch diese kindliche Art, Themen auch radikal zu sehen und zu thematisieren und sich selber in Frage zu stellen und dann aber auch die süße Seite des Lebens zu genießen. Ihnen alles Gute, Ihr Matthias Müller.